Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gears of War 4 mit mir, Alabama 90. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, Akt 3, Kapitel 5, Aufzug in die Hölle. Vielleicht? Ich meine, die Core-Technologie von damals wurde für die Ewigkeit gebaut. Alles klar, suchen wir die Kontrollstation und starten das Ding. Jo. Und deswegen eben nochmal ganz kurz ruhig. Ich wusste nicht, ob ich das schon gezeigt hatte, noch angehört hatte beim letzten Mal. Aber, ja, mal gucken, ob wir hier wirklich so easy hier durchkommen. Ist das wirklich eine gute Idee? Mal ehrlich, seht euch das Ding an. Natürlich ist es keine gute Idee. Was erwartet sie denn? Haben wir bis jetzt immer... Okay, das ist seltsam. Oh. Die haben Fabrikator. Einen Fabrikator hier gelassen. Ich frage mich, ob er funktioniert. Ja. Erledigt. Na also, wir sind wieder im Spiel. Klasse, wir haben das Licht eingeschaltet. Aber warum startet der Motor nicht? Gute Frage. Wahrscheinlich kein Benzin mehr. Wir könnten auf den Reservetank wechseln. Okay, wo machen wir das? Gleich da drüben auf der unteren Brücke. Ich kümmere mich drum. Ich bleibe hier, um ihn dann anzuwerfen. Okay. Ja, da es hier so viel Muni gibt... Ja, verdammt nochmal! Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, dass es hier so viel Muni gibt und alles wird es hier definitiv Wellen geben. Okay, alles klar, du kannst starten. Wird schon schief gehen. Okay. Ach, da ist alles der Aufzug. Ach so. Ich dachte nur, das komische Dings da in der Mitte. Hier ist schon klar, dass wir in einen riesigen Schwarmstock voller Monster fahren, oder? Ich gebe zu, dass ich das in der Aufregung ganz vergessen habe. Hm. Ja gut, denn es ist natürlich... Monstern sind. Wir haben einen Fabrikator, oder? Dann lasst uns das Steuerungsdeck verbarrikadieren. Wir können es gut verteidigen und... Ja, geht klar. Gut verteidigen reicht mir schon. Ja. Naja, nur gut. Falle 2 zieht Gegner an. Waffen, das heißt... Passiert. Wir werden hier auf der Plattform den Arsch zukneifen. Den Arsch was? Zukneifen. Tut mir leid, sagt man so beim Militär. So. Okay, ach, das kann ich benutzen. Das? Geil. Dass eine suboptimale Situation mit zu wenig Ausrüstung ist. Na, also eigentlich alles wie immer. Ja, so ziemlich. MG-Wache. Da wir uns ja hier verteidigen sollen. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, dass ich den da hingestellt habe. basteln wir es mal ein bisschen anders. Den bauen wir da hin. Das Ding stellen wir hier hin und dann feuerfrei. Ja, wollte ich mich gerade sagen, da wir einen Fabrikator haben und alles, werden wir hier definitiv auch gegen Wellen gegenkämpfen müssen. Naja, gut, egal. Sollte jetzt ehrlich gesagt kein großes Problem sein. Fabrikator sollten wir eigentlich keine Punkte mehr haben. Nein, haben wir auch nicht mehr. Ja. Eine MG. Falls nochmal irgendwas Böse hier durchkommen sollte. Leute, hört ihr das? Was zum Teufel geht hier vor? Verdammt, diese Scheißranken. Sie haben sich in den Zahnrädern verfangen. Und nu? Wir werden geentert. Gott verdammt, wir müssen dieses Deck halten. Ja. Linke Seite, da kommen sie. So wie dazu. Oh Scheiße, Larven im Anmarsch. Ja, aber das Problem ist, wenn ich an dem Geschütz gehe, ich habe ja nicht genug hier drüben, Dingens. Eine Larve. So. Naja gut, die machen das schon, wir sparen uns ein bisschen Muni, die schaffen das schon. Dann nimm mal die Pistole. Also von daher. So viel dazu, die schaffen es schon. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass... Genau das Ding, genau eigentlich das macht. Zurück in dein Ei. Ich würde ganz gerne mal wissen, ob ich das Ding auch reparieren irgendwie kann. Na ja, gut. Schade eigentlich. Oh Mist! Noch mehr Larven! Ja, unser Geschütz ist gleich RIP. Habe ich jetzt nicht so gerechnet. Habe ich mal so überhaupt nicht mitgerechnet, dass da. Dass das so komplett in die Hosen geht gerade. Na gut. Was musst du denn? Passt auf die linke Seite auf! So viel dazu. Na egal. Ach Mann, Alter, ich hab jetzt. Sie umzingeln uns!
Geschütz halt echt für 8k einfach geholt. Komm her, so. Für 8k halt geholt und dann macht es halt überhaupt nichts, oder was? Danke fürs Gespräch. Eigentlich ist es ja easy, ne? Die springen mich an und dann werden sie so zerfleischt. Das tut weh. Und so kann man natürlich auch wieder Muni sparen. Ich hab zwar wahrscheinlich genug Munition. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die letzten waren. Dann lasst uns mehr Befestigungen bauen, damit es für die so suboptimal wie möglich wird. Wow. Wenn du weiter so quatscht, mach dich Jim glatt zum zweiten Lieutenant. Wirklich? Ich knall mich lieber selbst ab. Hey, so wie es gerade läuft, geht dein Wunsch vielleicht in Erfüllung. Dann bauen wir mal... Oh, Welle Start, da oben, okay. Dann werden wir mal davon mal ein bisschen was bauen, dass die halt ein bisschen verlangsamt werden. Kann ich das eigentlich auch theoretisch da oben raufballen? Nee, schade. So. Weil, ja... Die Larven werden eh oben rüberklettern. So ist es nicht, also... Wirklich viel bringt es im Endeffekt nicht, aber... Naja. Man kann es ja probieren, ne? So, 6000 habe ich noch. Und dann kann ich auch gleich die Welle automatisch starten. Ich werde nochmal hier eine Dingens hin platzieren, dass ich hier rankomme. Beziehungsweise, dass es dann halt so ein bisschen ja, besser platziert ist. Hoffe ich zumindest. So, Geschütz. Sie entern uns wieder. Wenn ich da nochmal hinsetzen, da werde ich auch jetzt erstmal rangehen. Und jetzt dann, auch noch Drohnen. Dass wir da dann vielleicht doch noch mal ein bisschen Schaden verteilen können. Solange es halt nur von rechts kommt, habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Ungefähr Spielzeit. Ist halt schwer zu schätzen. Ich weiß halt nur, dass es 5 Akte gibt. Und das war's. Und wir sind schon in Akt 3. Kapitel 5. Das heißt, Akt 3 wird auch nicht mehr so extrem viel am Start haben, denke ich mal. Das heißt, wir werden auch damit bald durch sein. Und ich habe für die letzte Aufnahme, keine Ahnung, knapp 2 Stunden, haben wir halt 7 Kapitel durchgezogen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Das heißt, wenn da noch, ich sag mal, wenn da 14 Kapitel overall jetzt noch kommen würden, würden wir noch ungefähr 4 Stunden brauchen. Ne, ich weiß es nicht. Ich schätze mal so zwischen 2 und, ja, 4 Stunden eigentlich, glaube ich, würde es am besten treffen. Was ich hier wirklich noch schätze. Und dann sind wir, weiß ich gar nicht, wie lange wir hier... Linke Seite! Wie lange wir hier dran gesessen haben. Aber ich denke mal, das werde ich dir nochmal nachgucken. Passt zum auf die Ende. Drohnen auf! Sie haben Archon-Bögen! Gut, Archon-Bögen ist natürlich ein bisschen kacke. Kommen die jetzt wieder nur von der Mitte und von links oder kommen die auch von, was weiß ich, woher? Also von rechts. Okay, der... Kann er sich mal entscheiden? Ziel mit deiner Bombe in die andere Richtung. Alter, wenn du mir in Gesicht reinläufst, ne? Hör auf zu heulen. Dafür kann ich auch nichts. So. Okay. So, als hätten wir ins Wespennest gestochen. Nein, eher gestochen, damit jongliert und es uns dann als Hut aufgesetzt. Klingt, als kämen noch mehr von denen. Wir brauchen Befestigungen. Könnte man hier noch nehmen. 18.000. Ich glaube, die Dinger sind gar nicht mal so scheiße hier. Ich werde denn... ja, dass sie hier nicht nochmal durchkommen. Na. Ja, komm. Stellen wir da nochmal eins hin. Ich habe keine Ahnung, was die genau bringen, die Barrikaden. Wenn wir den... Zack. Wenn die da durchlaufen, die werden da ja scheinbar verlangsamt. So steht es ja zumindest. Da passt schon. Ich würde trotzdem noch ganz gerne die ein oder andere Dinge da ganz gerne haben. Geradeaus, das passt schon. Da können sie halt ruhig durchkommen. Aber so haben wir die paar... Sachen denn schon mal. Ja, ein bisschen. Hey, warum halten wir an? Tell, was ist los? Verdammt, diese Scheißranken, sie haben den Motor überhitzen lassen. Na super. Vor allem, ich kann ja auch immer noch nicht genug. Die ganze Zeit okay, nachkaufen. Ihr wisst, was zu tun ist. Naja, aber dieses Wellengedingeln. Geschwärmt, von links!
kennen wir, glaube ich, aus. Nein, mehr laufen! Ich weiß gar nicht, ich muss echt gerade echt überlegen, in welchen Teil wir das nochmal drin hatten. Okay. Verlangsamt die halt wirklich, das ist natürlich mega nice. Zieht aber auch. Ich nenne es mal Gesundheit von den Barrikaden ab, ist okay. Wie gesagt, nachkaufen können wir ja immer noch. Achtung, weitere Drohnen! Boah, ja, so viel dazu. Also die Drohnen sind jetzt auch nicht gerade so krass drauf. Gut, wir haben hier auch ein gutes Maschinengewehr, ne? Das Problem ist, ich kann das Ding, glaube ich, nicht nachladen, oder? Glaube ich zumindest. Gut, dann müsste ich mir ein neues kaufen, weil... Weil das Ding ist schon mal eine Ansage. Okay, von rechts kommen Larven. Scheiße, von rechts! Ich bin aber mal gespannt, ob Marcus da noch... Ob der da halt... wirklich noch lebt und was mit dem los ist. Oder was der halt erlebt hat. Oder was nicht, wie auch immer. Na, da müsste ich wirklich noch so eine Barrikade hinsetzen, dass die mir dann nicht einfach zu durchsprinten. Okay, das ist kaputt. Aber so viele Wellen, also so eine starken Wellen sind es eigentlich gar nicht. Dafür, dass man sich hier komplett ausrüsten kann. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Es geht eigentlich. Oh, wir sind noch nicht fertig, hörst du? Okay. Ich weiß gar nicht, was kann denn... Was habe ich denn auf meine Liste nach GSF4? Bin ich halt gerade am überlegen. Verwundet! Brauche Hilfe! Alter! Hab dich! Bitte schön! So, zack! Er ist tot! Hey, so. Ich brauche Hilfe! Bin halt gerade echt am überlegen, was hatte ich denn da... Oh mein Gott! Was habe ich denn da angesetzt gehabt? War es nur das Spiel oder war es das Spiel? Noch mehr Drohnen! Es waren auf jeden Fall zwei alte Spiele. Einmal ein PS3-Titel und das... Ich weiß gar nicht, ob das andere Spiel... nur für den PC rauskam oder... auch für Konsole. Das müsste ich, wenn dann da gucken. Also, ich kann es ja sagen, entweder Medal of Honor ein Teil... Wir sitzen hier fest! Für den PC denn wahrscheinlich? Warte, ist wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass es denn für den PC ist. Wir sind umzingelt. Ich weiß bloß noch nicht, welchen Teil. Ich habe da ja, glaube ich, zwei oder drei Teile für den Le PC. Habt ihr jetzt genug? Wo ist er denn? Ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, dass wir uns da so weit gerade zurückgedrängt haben. Ich wollte sagen, besetzt doch mal das MG. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ja, scheiße. So, hämmern wir hier mal kurz durch. Aber das MG, Alter, das ist halt so... Sollte man hier gerade nicht unterschätzen.